Das Thema meiner heutigen Khutba ist ein Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, eine Erinnerung an uns selbst, dass wir uns erinnern, weswegen wir zum Salatul Jumma kommen und weswegen wir die Khutba zuhören. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, ein Hadith. Und dieser Hadith ist ein schwacher Hadith, der ist da'if. Trotz allem wird er überliefert von mehreren Hadith-Gelehrten und von einem auch, sein Name ist Ibn Qudama, rahimahullah. Und er hat diesen Hadith verzeichnet in seinem Buch Kitab al-Tawabin, das Buch der Reumütigen. Und dort hat er eine Geschichte erwähnt von dem Propheten Musa a.s. Und er hat diese Geschichte erwähnt, dass wir aus diesen Geschichten Lehren ziehen. Diese Geschichte geht wie folgt. Musa a.s. war mit seinem Volk Ben Israel unterwegs. Und sie waren unterwegs und waren in der Wüste unterwegs und Allah Ta'ala prüfte dieses Volk und es kam zu einer Dürre. Hier mache ich einen Stopp und Pause. So, wenn wir eine Geschichte hören, dann hören wir nicht einfach eine Geschichte zu wie eine Gute-Nacht-Geschichte und wir gehen danach nach der Khutba, gehen wir nach Hause. Vielleicht schlafen wir dann und denken, es ist eine Gute-Nacht-Geschichte. Nein, wir hören eine Geschichte und versetzen uns in dieser Zeit, in dieser Begebenheit. Das heißt, stellt euch vor, ihr läuft, ihr seid unterwegs und unter euch ist ein Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und nicht nur, dass er ein Gesandter ist, er ist einer unter den 5 gewaltigen Gesandten. Und nicht nur das, sondern er hatte die Gnade und die Gunst, dass er mit Allah Ta'ala direkt sprechen durfte. So, mit ihm seid ihr unterwegs. Mit ihm sind wir unterwegs. Und es kommt zu einer Dürre. Bedeutet, Männer leiden, Frauen leiden, Kinder leiden. Nichts zu essen, nichts zu trinken, Tiere leiden, Pflanzen sind am Sterben und vielleicht sogar sind Menschen gestorben. Vielleicht unter den Kindern, Frauen und Männern, aufgrund von Durst sind Leute gestorben. Ist uns nicht bekannt. Was machen jetzt einige Leute von uns? Sie gehen natürlich zu dem Gesandten, Allahs. Sie gehen zu ihm und sagen, ja Musa, ja Rasulullah, o Gesandter Allahs, bitte deinen Herrn, bitte unseren Herrn, dass er es regnen lässt. Bitte Allah Ta'ala, dass er es regnen lässt. Mach Dua, dass Allah Ta'ala es regnen lässt. Jetzt Musa a.s. öffnet seine Hände und er fleht und ruft Allah Ta'ala an. Er sagt, ja Allah, wir flehen dich an, wir betteln dich an. Ja Allah, lass es für uns regnen. Du siehst, was diese Dürre mit meinem Volk macht, mit den Frauen, mit meinen Kindern und mit den Männern. Lass es für uns regnen. Normalerweise, wenn ein Prophet Dua macht, wenn ein Gesandter Allahs Dua macht, was ist mit diesem Dua? Dieses Dua ist angenommen. Direkt. Das heißt, als Musa a.s. sein Dua beendete, regnete es nicht. So, jetzt stellt euch vor, jetzt mache ich eine Pause hier. Jetzt stellt euch vor, ihr seid nicht unter dem Volk von Musa. Stellt euch jetzt vor, ihr seid Musa a.s. Und ihr habt es mit Ben Israel zu tun. Und ihr wisst, wie Ben Israel war. Mit den Kindern Israels, ihr Iman war immer so. Als Allah sie befohlen hat, dass sie den Kuh schlachten sollten, eine Kuh opfern sollten, haben sie gefragt, welche Farbe, welche Beschaffenheit, sodass Allah sagt in Surah Baqarah, und fast hätten sie sie nicht geopfert. Das heißt, ihr seid Musa, a.s. Sie glauben, manchmal glauben sie, manchmal nicht. Und ihr macht Dua und Allah antwortet nicht direkt auf euren Dua. Stellt euch jetzt vor, wie ihr euch fühlt. Musa, a.s. spricht mit Allah und sagt, ja Allah, ich habe dich angerufen, ich habe dich angefleht und du hast meine Bitte nicht erhört. Warum, oh Allah? Allah Ta'ala antwortet ihm, er sagt, ja Musa, unter deinem Volk gibt es eine Person, die ist sündig. Unter deinem Volk gibt es eine Person, die ist sündig. Und wegen dieser Person alleine habe ich den Himmel verboten zu regnen. Nur wegen dieser Person alleine. Jetzt mache ich hier einen Stopp. Wie viele Sünder sind unter uns, angefangen vom Redner? Weil niemand ist sünden- oder fehlerfrei. Wie viele von uns, unter uns, die nur hier sitzen, sind sündhaft in Bezug auf Allah Ta'ala? Wie viele in diesem Ort, wie viele in dieser Stadt, wie viele in diesem Bundesland, wie viele in diesem Land, in dem Kontinent, auf der Erde? Und Allah Ta'ala hat trotzdem in dieser Geschichte aufgrund von einer Person es nicht regnen lassen und Männer und Frauen und Kinder haben gelitten wegen dieser Person. Musa a.s. sagt jetzt, er dreht sich zu seinem Volk, sagt, mein Volk, Allah hat mir Offenbarung gegeben, hat mir Wahy gegeben
unter uns eine sündhafte Person. Und nur wegen dieser Person alleine hat Allah es verboten zu regnen. Diese Person soll sich zeigen, soll nach vorne kommen. Jetzt stell dir vor, du bist die Person. Und Musa a.s. spricht dich an und bittet dich, nach vorne zu kommen. Dich jetzt zu zeigen. Frag dich jetzt selbst, würdest du dich zeigen? Bei Allah, wir würden uns nicht zeigen. Wir würden uns schämen, wir würden sagen, nein. Ich bleibe jetzt hier so sitzen. Wer weiß, was er mit mir macht? Wer weiß, was er mit mir macht? So auch dieser Mann oder diese Frau, so auch diese Person in dieser Geschichte. Diese Person bewegte sich nicht, blieb sitzen. Musa a.s. sieht keine Reaktion von seinem Volk. Er öffnet wieder seine Hände, sagt, ja Allah, wir flehen dich an, wir betteln dich an. Du siehst, was die Dürre mit meinen Frauen, mit meinen Männern, mit meinen Kindern macht. Ja Allah, lass es regnen. Und plötzlich, es regnet. Und plötzlich, es regnet. Musa a.s. ist jetzt erstaunt. Er fragt, ja Allah, vorhin habe ich dich darum gebeten, du sagtest, wegen einer Person hast du es nicht regnen lassen. Ich bat diese Person nach vorne zu kommen, sich zu zeigen, diese Person zeigte sich nicht. Ich machte erneut Dua und plötzlich lässt du es regnen. Warum, oh Allah? Allah Ta'ala antwortet, er sagt ihm, ja Musa, vorhin habe ich es wegen dieser einen Person nicht regnen lassen, weil sie sündhaft war. Jetzt, als du sie bat, als du diese Person darum bat, nach vorne kommen, sich zu zeigen, diese Person ist reumütig zu mir zurückgekehrt. Und wegen dieser Person alleine, nur wegen dieser einzigen Person, nur wegen ihr alleine habe ich es regnen lassen. Nur wegen dieser einzelnen Person habe ich es regnen lassen. So jetzt, wir haben eine schöne Geschichte gehört, es hat geregnet, alle haben zu trinken bekommen, sind nach Hause gegangen und schlafen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, sagen wir oft, ja? An den Märchen, die wir jetzt vorgelesen bekommen haben. Nein, wir versuchen, Lehren daraus zu ziehen. Wisst ihr, was das Erstaunliche ist an dieser Geschichte? Das Erstaunliche an dieser Geschichte ist nicht, dass Allah es regnen lassen hat und es nicht regnen lassen hat. Denn Allah ist Herr der Welten. Er ist der König, der Bestimmer, der Ehrenhafte. Und er ist der Besitzer der schönen Namen. Wenn er möchte, so sagt er nur, Kun, sei und es ist. Das Erstaunliche ist nicht, dass er es regnen lassen hat oder nicht regnen lassen hat. Das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, als Musa mit seinem Volk sprach und sagte, unter uns ist eine Person, die sündhaft und sie soll sich zeigen, diese Person war manns genug oder hatte genug Ehre oder hatte genug, war gerecht mit sich selber, dass sie eingesehen hat, die Person, mit der Musa spricht, ich bin diese Person. Musa redet von einem Sünder, ist bestimmt ich die Person, die er meint. In der heutigen Zeit, in unserer Zeit, wenn wir heute sagen würden, unter uns ist eine sündhafte Person, in unserer Zeit, in der jetzigen Zeit, wenn wir sagen würden, unter uns ist eine sündhafte Person, bei Allah, wir würden sagen, der meint bestimmt den Bruder links neben mir. Der meint bestimmt die Schwester da hinten. Sie trägt nicht ihren Hijab richtig. Oder ich sehe den Bruder mit dieser Schwester reden. So sind wir in der heutigen Zeit. Immer sind die anderen schuld und immer sind die anderen im Irrweg, auf dem Falschen. Aber nie sind wir es, wenn jemand angesprochen ist, eine schlechte Eigenschaft, dass wir sagen, nein, wir sind die Person. Eine Qualität, eine Eigenschaft, die von uns in der Umma ganz, ganz selten gibt. Und wir brauchen mehr von diesen Männern, von diesen Frauen, die sich selbst eingestehen, die mit sich selbst gerecht sind und sagen, die Situation der Umma in Frankfurt, in Deutschland, ist deswegen so, weil die Umma so viele Männer hat wie mich. Weil diese Umma so viele Frauen hat wie mich. Männer, die nicht auf ihre Blicke achten, weil ich nicht auf meine Blicke achte, weil ich nicht auf meine Zunge achte, weil ich mein Gebet immer zu spät verrichte und so weiter und so fort. Wir brauchen Männer wie Frauen, die diese Eigenschaft haben, die Fehler als erst bei sich suchen und nicht bei den anderen. So lasst uns diese Ermahnung zu Beginn in unsere Herzen tragen, auf das wir in Yawm al-Qiyamah nicht gegen uns sprechen. Amin. Das Thema meiner heutigen Khutbah ist ein Hadith, wie ich gesagt habe. Ich beginne dieses Thema mit einer Ayat aus dem Koran, die meisten von uns zitieren können. Allah sagt im Koran, A'udhu billahi minash shaitan rajim, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Und wir haben nicht die Jinn erschaffen und nicht die Menschen erschaffen, außer dass sie uns dienen. Das heißt, die Erschaffung von uns
Allah spricht im Koran, die erschaffen von uns, dass wir ihnen Gehorsam leisten, dass wir ihnen dienen. Und in unserer Religion gibt es viele Ibadat, verschiedene Gottesdienstlichen. Manche von ihnen sind leicht und manche von ihnen sind schwer. Und für manche Personen sind manche leichter und für manche Personen sind manche schwieriger. Ich gebe einige Beispiele. Vielleicht ist jemand unter uns, Allah hat ihnen seine Charaktereigenschaft einen schroffen Charakter gegeben, einen harten Charakter. So eine Art Kämpfernatur. Und er kommt dann zurück, er beschäftigt sich mit seiner Religion, fängt an, seine Religion zu lieben. Und wenn es dann um Dinge geht, um Angelegenheiten, die mit seinem Charakter verknüpft sind, wie zum Beispiel das Gute gebieten, wie das Schlechte verbieten, ist diese Sache für ihn leicht. Es ist leicht aufzustehen und den anderen zu kritisieren, manchmal sogar nicht darauf zu achten, wie man kritisiert, aber diese Sache ist für ihn leicht. So ist es für ihn wegen seinem Charakter leicht geworden. Aber manche andere Ibadat sind für manche Seelen, für manche Menschen sehr, sehr schwer. Heute möchte ich über eine Ibadat sprechen, über eine gottliche Handlung, die ist sehr, sehr schwer und es ist selten der Fall, dass man über dieses Thema spricht. Als ich angefangen habe mit der Arbeit in der Dawa, das war 2005, so bat ich meine Geschwister, meine Lehrer um Rat. Ich bat sie um Rat, gib mir einen Ratschlag, was ich auf diesem Weg beachten soll. Ein sehr, sehr lieber Bruder, der sogar heute noch unter uns weilt, möge Allah ihn beschützen und ihn segnen und seine Familie segnen, Amin. Er sagte mir, Abdullah, achte darauf, dass das, was du sagst, dass das, was du predigst, dass du diese Sache praktizierst. Und so habe ich mir diese Worte immer zu Herzen genommen. Und bei Allah, seit diesem Tag an, 2005, bis zum heutigen Jahr, habe ich dieses Thema noch nie erwähnt. Bis auf jetzt. Ich habe dieses Thema seit 2005 bis jetzt nie erwähnt. Warum? Weil ich nicht sicher davor war, dass ich diese Sache praktizieren konnte. Und heute fange ich damit an. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, in einem Hadith, er sagte, Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ein bekannter Hadith. Er sagte, seid barmherzig gegenüber denjenigen, die auf den Erden sind, die auf der Erde ist, so wird derjenige, der im Himmel ist, barmherzig mit euch sein. So wird derjenige, der im Himmel ist, barmherzig mit euch sein. Heute möchte ich jeden meiner Brüder wie meine Schwestern ans Herz legen, dass sie heute die Schwestern, ihre Schwestern oder Brüder oder Tanten, Onkel, Kinder, Eltern, dass sie vom Herzen komplett vergeben. Manchmal, wir sitzen nebeneinander, wir beten und manchmal, wir haben einen Groll gegenüber einem Bruder gehabt oder haben ihn immer noch oder eine Schwester gegenüber unseren Eltern, gegenüber unseren Kindern, gegenüber anderen Brüdern und Schwestern, die in andere Moscheen angefangen haben zu gehen oder wir selber sind in eine andere Moschee gegangen, weil wir dort Konflikte hatten. Heute möchte ich jeden ans Herz legen, dass er das heute bereinigt. Und nicht, dass du kommst und sagst, ja, ich bereinige das für den anderen, weil er es wert ist, dass ich ihm vergebe. Nein. Sondern du bist es selber wert. Bitte, mein Bruder, bitte, meine Schwester, lerne heute, dass das Vergeben des anderen, das ist keine, du hast keine andere Wahl, als dein Bruder oder als deine Schwester zu vergeben. Du hast gar keine andere Wahl, außer demjenigen zu vergeben. Ich habe, und ihr kennt, ich bin mir sicher, jeder von euch kennt Geschichten. Brüder, zwei Brüder, leibliche Brüder, Blutsbrüder, miteinander groß geworden, im selben Bauch also groß geworden, von derselben Brust getrunken, im selben Zimmer geschlafen, manchmal unter derselben Decke, vom selben Teller, vom selben Glas getrunken, über Jahre hinweg miteinander gespielt und aufgewachsen und immer beieinander beschützt und füreinander da gewesen. Und plötzlich kommt eine Sache, egal was für eine Sache, ob es Erbe ist oder ob es die Ehefrau ist, die man geheiratet hat oder irgendetwas. Und plötzlich gibt es eine Sache, wo man dann sagt, wo manche von uns sagen, wie auch ich, der damals gesagt hat, diese Sache ist nicht zu vergeben. Die Sache, ich kann demjenigen nicht vergeben. Oder es kommen Aussagen wie, ich will doch nur mein Haq haben. An Yawm al-Qiyamah, ich will mein Haq. Nicht mehr und nicht weniger. Ich will nur mein Recht zurückhaben.
So gibt es viele von uns, die diese Aussage fällen. Ich will nicht mehr, ich will nicht, dass Allah Ta'ala mehr, ihnen mehr gibt oder weniger. Ich will nur mein Recht von diesemjenigen zurück. Brüder, die miteinander streiten, Schwestern, die miteinander streiten. Manchmal Eltern und Kinder. Bei Allah, wenn ihr es mir glaubt oder nicht, bei Allah, vor einem Monat, es kam ein Bruder in meinen Laden. Ein Bruder kam in meinen Laden mit seinem Freund. Dieser Freund, er war nicht Muslim. Sie saß in meinem Laden, sie haben gegessen. Und so saß ich mit denen, um ein bisschen zu reden, um Dauer zu machen. Derjenige sagte, ich bin nicht Muslim, wir haben ein bisschen geredet. Plötzlich der nicht muslimische Freund von diesem Bruder, er sagte, meine Mutter ist gestorben. Vor einigen Jahren. Ich sagte zu ihm, mein Beileid, wie geht es dir? Wie geht es dir so? Wie ging es dir in der Zeit, wo deine Mutter gestorben ist? Und bei Allah, Allah ist mein Zeuge, er sagte das in demselben Sinn. Nicht mit demselben Wortlaut, aber im selben Sinn. Er sagte, ich fragte ihn, wie ging es dir, als deine Mutter gestorben ist? Er sagte, wenn ich ein Steak brate und mein Steak verbrennt, wird schwarz, das ist schlimmer für mich, als dass meine Mutter gestorben ist. Allahu Akbar, als ich dies gehört habe, mein Herz, das hat sich gedreht. Ich war sprachlos, ich konnte nichts mehr sagen. Nichts, ich konnte nichts mehr sagen. Ich hab mir gedacht, ja Allah, was ist passiert? Was ist passiert? So viele Sachen müssen passiert sein, dass du so über deine Mutter redest, die sich um dich gekümmert hat, die bei dir saß, als du krank warst, die sich um deine Noten gesorgt hat und so weiter und so fort. Und selbst wenn du ins Gefängnis bist, und selbst wenn du ins Gefängnis gegangen bist, weil du mit schlechten Leuten warst, deine Mutter ist diejenige, die dich besuchen kommt. Und nicht deine Freunde. Über diese Person sagen wir so. Manchmal gibt es Kinder, die sowas über ihre Eltern sagen. Und manchmal gibt es Eltern, die über ihre Kinder sagen. Diese Person ist nicht mehr mein Sohn, ist nicht mehr meine Tochter, geh hinaus von uns. So schlimm ist die Sache. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat eine Geschichte auf Lager. Jeder von uns kennt eine Geschichte, mindestens eine Geschichte von sich selbst oder von seiner direkten Verwandtschaft oder von seinem direkten Freundeskreis. Eheleute, geheiratet vor einem Imam, der Imam Ayat aus dem Koran gelesen hat, Al-Fatiha gelesen hat, damit Allah das Herz öffnet, damit er die Herzen verbindet. Über Jahre verheiratet, vielleicht Kinder zusammen. Und dann passiert eine Sache, zweite Sache. Und diese Sache ist nicht mehr zu vergeben. Und die Sache, wir sagen, die ist nicht mehr zu vergeben, wo manchmal Schwester wie Brüder schreiben, in der Abwesenheit von dem anderen, aufgrund des Streits, zur Hölle mit ihr, zur Hölle mit ihm. Bei Allah, zur Hölle. Du wünschst diese Person die Hölle. Hast du all diese guten Taten, die guten Zeiten vergessen, wo sie sich gesorgt hat, wo du krank warst und sie sich gesorgt hat, um deine Kinder gesorgt hat, wo ihr gelacht habt, wo ihr Reisen unternommen habt. Hast du diese Zeit vergessen? Wie gesagt, manchmal von uns gibt es Brüder, die sagen, ich will nur mein Hak zurück an Yawm al-Qiyamah, ich will nicht mehr und nicht weniger. Zwei Antworten zu diesen Geschwistern, wenn wir dazu gehören, wenn wir sagen, ich will nur mein Recht. Erster Punkt. Bruder, haben wir vergessen, Schwester, haben wir vergessen, dass diese Dunya keine Welt ist der Gerechtigkeit. Haben wir das vergessen aus unserer Aqida, dass in dieser Dunya keine Welt ist der Gerechtigkeit. Deswegen vergiss den Gedanken, ich will mein Recht zurückhaben. Vergiss den Gedanken. Und dann gibt es manchmal Geschwistern, kennt ihr das? Wir zitieren Ayat aus dem Koran, wenn sie unseren Nest befriedigen. Wir zitieren Ayat aus dem Koran, wenn sie unseren Nest befriedigen. Wenn es mit uns passt, mit unserer Lebenseinstellung, mit unserer Denkweise, dann zitieren wir Ayat mit Stolz. Aber wenn sie gegen uns sprechen, wir wollen diese gar nicht wissen. Als wären sie nicht vom Koran. Und dann in diesem Bezug, dann sagen wir, ja, aber Allah Ta'ala sagt, Surat al-Ma'idah, Allah Ta'ala sagt, وَكَذَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِنَفْسٍ وَالْعَيْنِ بِعَيْنٍ وَالْعَيْنَ بِعَيْنٍ und so weiter. وَأُذْنَ بِأُذْنٍ und Allah Ta'ala zieht auf. Und wir haben ihnen vorgeschrieben in ihrem Buch, die Seele für die Seele und das Auge um das Auge und das Ohr um das Ohr und Allah Ta'ala zieht auf. Das heißt, er sagt, ich will doch nur mein Recht zurückhaben. Hier, Allah Ta'ala zieht auf. Allah Ta'ala erwähnt. Okay, mein Bruder. Okay, meine Schwester. Wenn du denkst,
Ich will nur mein Recht zurückhaben. Und du zitierst diese Ayat. Was ist mein Bruder? Was ist meine geehrte Schwester? Was ist, wenn Allah dich nimmt? Was ist, wenn Allah dich nimmt? Sagt, ja, Abdi. Und mein Diener, heute mache ich mit dir Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was sagst du dann? Was sagst du dann? Heute sagt Allah, der Herr der Wetten, der König aller Könige, wo er sagt, ich bin der König, wo sind die Könige auf dieser Welt? Heute mein Diener, mach ich mit dir Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was sagst du ihm dann? Wo wir von Allah wollen und wünschen, dass Allah unsere Sünden nicht nur vergibt, er sie auslöscht. Sagen wir nicht im Ramadan, der nicht vor kurzem weg ist. Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Allah, du bist derjenige, der die Sünde auslöscht. Du liebst es, die Sünden auszulöschen. So lösch unsere Sünde aus. Du willst von Allah, den Herrn der Witten, dass er unsere Sünden auslöscht. Und bei deinem Bruder und bei deiner Schwester, wegen einer einzigen Tat, du kannst nicht die Sünde auslöschen. Und wir können diese Tat nicht auslöschen. Aber wir erwarten es von Allah, von uns. Wisst ihr, was ich liebe unter den Sahabern? Sahaba waren richtige Menschen. Es waren nicht irgendwelche Fabelwesen, irgendwelche Märchen. Das waren richtige Menschen. Mit Fehlern, mit guten Taten. Das Besondere an diesen Menschen, an diesen Sahaba, radiallahu anhu, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Das Besondere an diesen Menschen, sie haben Fehler gemacht, große Fehler. Aber wie sind sie mit ihren Fehlern umgegangen? Das macht sie so besonders. Eine Begebenheit unter diesen Gefährten. Abu Dhar und Bilal, zwei Sahaba. Abu Dhar, Al-Ghifari vom Stamm Ghifar. Er war ein sehr, sehr stolzer Araber und gehörte zu einem Räuberstamm. Bilal, der Muezzin, der Gebetsrufer von dem Propheten Muhammad, der Gebetsrufer. Und nicht nur, dass er Gebetsrufer war, er war früher Sklave. Und nicht nur, dass er Sklave war früher, er war aus Abyssinien, das heißt, er war schwarz. Das heißt, in der Gesellschaft, damit wir sehen, wie man auf ihn geschaut hat, damit wir verstehen in diesem Zusammenhang, wer er war. Es kam zu einer Schlacht, die Muslime haben Beute gemacht. Beute. Und jetzt, die Sahaba, die haben sich beraten, was machen wir mit dieser Beute? Abu Dhar kam an der Reihe, er sagte seine Meinung. Bilal kam an der Reihe und er widersprach Abu Dhar. Abu Dhar wurde wütend, er sagte, ja Bilal, auch heute du widersprichst mir, Sohn einer schwarzen Frau. Bilal wurde traurig, wütend, alles Mögliche. Ja, wie spricht dieserjenige mit mir? Er sagt, oh, du widersprichst mir, Sohn einer schwarzen Frau. Bilal wurde wütend. Was macht er? Er stand auf und er geht. Er geht zu wem? Er geht zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er geht zu ihm. Und er sagt, ja, Rasulullah, wir waren vorhin mit Abu Dhar und so weiter. Er hat dies und jenes zu mir gesagt. So, jetzt, ich mache schon eine Pause. Wenn wir heutzutage einen Streit mit einem Bruder haben, wir haben einen Konflikt, du und ich, wir haben einen Konflikt, und du stehst auf und gehst zu jemand anderem, um diesen Konflikt zu lösen. Wie nennen wir das in unserer Sprache? In unserer Sprache, wir nennen das, was das für ein Weichei? Was das für eine Frau? So würden wir heute sprechen. Warum? Weil das zeigt, wem wir eigentlich folgen, wem wir in unserem Herzen haben, welche Sunna wir in unserem Herzen haben. Aber nicht Bilal. Bilal in seinem Herzen war der Koran und die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihm war egal, was andere Leute über ihn sagen. Ob sie denken, ah, er ist schwach, was ein Weichei, ob eine Frau. Ihm war das egal. Sondern er geht. Inspiriert mit dem Koran, er geht zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und er bat ihn um Hilfe. Der Prophet hörte dies und wurde wütend. Er suchte Abu Dhar, er fand ihn, er packte ihn. Er sagte, ja, Abu Dhar, du hast wahrlich noch Spuren der Jahiliyyah in dir. Du hast wahrlich noch Spuren der Jahiliyyah in dir. Und was macht jetzt Abu Dhar? Ist er jetzt in eine andere Moschee gegangen, hat nicht mehr in derselben Moschee gebetet, wie wir das machen würden? Oder hat jetzt angefangen, nur noch über ihn zu reden und zu lästern und zu lästern? Nein, es hat ihn runtergeholt. Er suchte Bilal. Und dann schließt man der Geschichte. Er suchte Bilal. Er fand ihn. In Medina, er fand ihn. Er ging zu ihm. Er sagt, ja Bilal, ich bei Allah, ich werde meinen Kopf nicht erheben von diesem Boden, bis du deinen Fuß auf mein Gesicht machst. Und bis ganz Medina weiß, wer ist heute der Geehrte und wer ist heute der Erniedrigte. Vor allen Menschen. So jetzt, Abu Dhar sagt es, was hätten wir gemacht? Wir hätten gesagt, ah, siehst du, habe ich es dir nicht gesagt,
Habe ich dir nicht gesagt, ich war im Recht und du warst im Unrecht? So wären wir mit ihm umgegangen. Jetzt, wir hätten uns vielleicht sogar noch unser Fuß drauf gemacht und wir wären sogar noch drauf gesprungen. Wir freuen uns, wenn wir in so eine Gelegenheit kommen würden. Nicht wieder. Er geht und küsst den Haupt von Abu Dhar und er sagt, dir ist vergeben, ich vergib dir für Allah Ta'ala. Und die Sache wird nirgendwo wieder erwähnt. In keinem Hadith, in keiner Überlieferung. Im Gegenteil, sie waren immer zusammen. Haben zusammen für Allah Ta'ala Sache, haben sich angestrengt. Lasst uns an dieser Stelle Allah um Vergebung bitten, denn er ist der Einzige, der um Vergebung vermag. Qul qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli amin. Ich schließe mit dem letzten Beispiel und ich hatte noch mehrere Beispiele. Und alles Lob gebührt Allah Ta'ala. Oft, wir sagen, wir folgen der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da gibt es Brüder, die sagen, ich würde für seine Ehre sterben. Wir brauchen dich nicht, dass du für Allah, für den Allahs Gesandten seine Ehre stirbst. Wir brauchen, dass du für seine Ehre lebst. Dass Menschen in dich, in deinem Licht, das Licht des Propheten sehen, sallallahu alaihi wasallam. Dass sie in dir erkennen, was die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dafür brauchen wir dich, Schwester. Aber wie oft wir behaupten, ich erwähne einige Beispiele von ihm, jetzt fragen wir uns selbst, wen wir folgen. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 13 Jahre in Mekka. 13 Jahre. Weil es gibt vielleicht einige unter uns, die sagen, ja, Abdullah, es war schön, der Khutbah, alles schön, möge Allah von dir annehmen, aber du weißt nicht, was der und der mir angetan hat. Vielleicht gibt es noch einige, die sagen das. Du weißt nicht, was der und der mir angetan hat. Wie oft sie mir das angetan haben. Jetzt hör, was dein Habib, was dein Liebling, was seine Sunna ist. Und dann kannst du ihm das sagen. Und Allah Ta'ala das sagen. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 13 Jahre in Mekka. In diesen 13 Jahren geschlagen, seine Leute gefoltert, beleidigt, Eingeweide von Tieren auf ihn, gespuckt, Lügen über ihn. In diesen 13 Jahren, 18 Monate, haben wir einen Boykott ausgehängt in der Kaaba. In diesen 18 Monaten, die Sahaba und der Prophet Muhammad, das haben nichts gegessen, außer die Blätter und das Gras, was sie gesehen haben. Sodass die Sahaba berichteten, unser Kot war wie der Kot von den Tieren. In diesem Boykott, seine zwei Lieblinge sind gestorben. Durch diesen Boykott, seine zwei Lieblinge sind gestorben, Abu Talib und seine Frau Khadija. Und die Sahaba sagten, und er selbst sagte, es gab kein Jahr, was schlimmer war für ihn als dieses Jahr. Seine Sahaba, wie gesagt, vertrieben und so weiter und so fort. Er sah selbst, öffentlich haben sie seine Sahaba genommen und gefoltert und geschlagen bis zum Tod. Öffentlich Sumayya genommen, in der Öffentlichkeit, vor den Augen ihres Mannes und den Augen ihres Sohnes, gefoltert, ihre Beine geöffnet, ein Speer in sie gerammt, bis sie stirbt. Der Prophet Muhammad hat mit seiner Gesegneten alle seine Kinder in seiner Lebzeit begraben. Bis auf Fatima. Seine Tochter Zainab, sie wollte zu ihm auswandern nach Medina. Sie war schwanger. In ihrem Bauch war sein Enkel oder seine Enkelin. Die Quraysh, sie wollten sie verhindern, sie stachen sie mit einem Speer. Das Kamel erschreckte, sie fiel runter und sie verlor ihr Baby. Sie wanderte aus und Monate später, sie starb aufgrund dieser Verletzungen. In Uhud, in Taif gesteinigt, in Uhud. Es ist was anderes, in einer Schlacht die Leute zu töten. In Uhud, nicht nur getötet, die Leute haben seine Sahaba massakriert, die Gliedmaßen abgeschnitten. Sogar seinen geliebten Onkel Hamza. Seine Ohren, seine Lippen, seine Leber rausgenommen, hint, hat ihn die Leber gebissen, weggeschmissen, ausgespuckt. Als der Prophet Muhammad aus dem Hamza sah, er hat geweint, die Sahaba haben gesagt, wir haben ihn noch nie so weinen sehen. Er hat mehrere Mal Salatul Janazah über Hamza gebetet. Radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein und von ihm annehmen. So, jetzt sagt nochmal du mir, du weißt nicht, was die anderen mir angetan haben. Jetzt dieser Mann, dein Habib, den du sagst, dein Liebling, im Jahre 8 der Öffnung, er tritt einen Mekka. Mit 10.000 Mann umzingt er Mekka. Demütig, nicht hochmütig, demütig, dass sein Bart den Sattel des Kamels berührte. Er kommt zur Kaaba. Er ruft, er fragt die Leute jetzt, was denkt ihr, was ich heute mit euch mache? Was denkt ihr, was ich heute mit euch mache? Nach all diesen Jahren, wo sie ihn auch umbringen wollten und so weiter und so fort. Er fragt sie, was denkt ihr, was ich heute mit euch mache? Jetzt die Leute, sie sagten,
Du bist der Gärte, Sohn des Gärten. Er sagte zu ihm, idhabu, geht, fa'antumul tulaqa, ihr seid frei. Ihr seid frei. Alle, die sich hier im Haram befinden, die sind sicher. Alle, die in ihren Häusern sind, sind sicher. Und dann erwähnte ein Mann, er sagte, alle, die im Hause von Abu Sufyan sind, sie sind sicher. Wenn ich euch sagen würde, vergibt euren Feinden, ihr würdet mich hier runternehmen, ihr würdet mich hier zusammenschlagen. Wenn ich sage, vergibt euren Feinden, ihr würdet mich auseinandernehmen hier. Obwohl es die Sunna deines Lieblings war, sallallahu alaihi wasallam. Obwohl es die Sunna deines Lieblings war, sallallahu alaihi wasallam, deinen Feinden zu vergeben. Ich sage heute zu dir, sei barmherzig, vergib deinen Brüdern, vergib deinen Schwestern, vergib deinen Eltern, vergib deinen Kindern, vergib deinen Familienangehörigen. Lass nicht zu, dass du heute da bist, nach dem Ramadan, und lass zu, dass du weiter so lebst. Denn der Prophet sagt, ich schließe mit diesem Hadith, der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, jeden Donnerstag werden die Taten der Diener von Allah Ta'ala werden gesammelt. Und Allah Ta'ala schaut auf die Taten. Und Allah Ta'ala schaut auf die Taten bis auf von zwei Leuten. Bis auf zwei Leuten schaut Allah Ta'ala auf jeden deren Taten. Die zwei Leuten, die nicht miteinander reden. Yani die einen Konflikt miteinander haben und die nicht miteinander reden. Stell dir vor, du hast einen Konflikt mit jemandem. Mit deiner Schwester, mit deinem Bruder. Und über Jahre hinweg. Und du machst Hajj. Und du machst Umrah. Und du erwähnst Tausende von Ramadan-Monaten. Du machst Tausende, machst du Raka'at. Du machst viele, du wiederholst den Koran so oft und so oft. Und Allah hat auf diese Taten nicht geschaut. Ich schließe mit diesen Worten vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, irhamu fil amr, Befehl, seid barmherzig. Und zu der Barmherzigkeit gehört, den anderen zu vergeben. Irhamu, seid barmherzig. Man fil ard, auf die, die auf Erden sind. Yarhamukum man fil sama, so wird derjenige, der im Himmel mit euch, barmherzig mit euch sein. Lasst uns an dieser Stelle Allah gemeinsam bitten. Ja Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Maki, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Al-Mujib, du hörst mit Gebet. Wir bitten dich mit allen deinen schönen Namen und Eigenschaften, die du uns offenbart hast in deinem Wort und die du uns offenbart hast in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lass uns diese Worte nicht gegen uns sprechen, Yawm al-Qiyamah, oh Allah. Oh Allah, lass uns diese Worte, die wir gehört haben, die ich gesprochen habe, nicht gegen uns sprechen, Yawm al-Qiyamah, oh Allah. Oh Allah, schenk uns die höchste Stufe, oh Allah. Schenk uns die Stufe Al-Fidaus, oh Allah. Mach uns zu Nachbarn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am jüngsten Tag und im Paradies, oh Allah. Lass uns zu denen gehören, die von seiner gesegneten Hand trinken, dass wir danach nie mehr dürsten werden, O Allah. O Allah, lass uns zu denen gehören, die unter deinen Schatten weilen dürfen, wo es keinen Schatten gibt außer deinen Schatten, O Allah. O Allah, all diejenigen, die uns Unrecht getan haben, die über uns geredet haben, die uns verletzt haben, unsere Familie, unsere Kinder, die uns geschlagen haben, Leute von uns getötet haben, die uns vergewaltigt haben, die uns diskriminiert haben, O Allah, sei Zeuge, dass wir ihnen heute vergeben haben, O Allah. Segne sie und leite sie recht, O oh Allah. Segne sie und leite sie recht, O oh Allah. Und gib ihnen die höchste Stufe im Paradies, O oh Allah. O oh Allah, helfe unseren Geschwistern, von unseren Flüchtlingen, die aus, und unseren Geschwistern, die in Somalia leben, in Irak, in Palästina, in Sudan, in Syrien, in Afghanistan, in Pakistan, in Sudan, in Indien, überall auf dieser Welt, O oh Allah, wo unsere Geschwister unterdrückt werden und nichts zu essen haben und nichts zu trinken haben und keine Medikamente haben und keine Kleidung haben, O oh Allah. Hilf ihnen und lass uns ein Teil deiner Hilfe sein, O Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kema salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barak ala Muhammad wa ala Muhammad kema barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid.